Hallo, ihr Lieben, willkommen zurück bei Heartful Boyfriend. Ja, wir haben in der letzten Folge den Nagiki in der verschlossenen Bücherei gefunden und der will sich einfach nicht nach Hause begleiten lassen und irgendwie scheint er die Bibliothek nicht verlassen zu können. Vielleicht ist er obdachlos und wohnt da. Kann so einer Taube ja schon mal passieren. So, also, zieh keine voreiligen Schlüsse. Wenn ich könnte, würde ich. Was? Mach dir keine Gedanken darüber. Ich schließe ab. Lass den Schlüssel einfach hier. Er liest schon wieder. Ich glaube, er fühlt sich gestört. Oh weia, meine Noten sehen aber nicht gut aus. Ich muss mehr lernen, um mich bis zu den Prüfungen noch zu verbessern. Und so hocke ich in der Bücherei und büffle, während die anderen Schüler einer nach dem anderen nach Hause gehen. Als ich wieder aufsehe, bin ich ganz allein. Oder auch nicht. Oh, wie ungewöhnlich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dich freiwillig neben mich setzt, Nagiki. Ich will mit dir reden. Oh Gott, hoffentlich wird es jetzt nicht unangenehm. Du steckst ja voller Überraschungen heute. Aber ich kann dich auch in Ruhe lassen, falls du beschäftigt bist. Nein, nein, red nur. Bitte jetzt nichts Peinliches. Ich war schockiert, als du das erste Mal reinkamst und mit mir geredet hast, Bi. Du bist die Einzige, die mich nicht ignoriert hat. Außer dir hat kein Schnabel je mit mir geredet. Darum ist das hier der einzige Ort für mich. Das klingt schrecklich. Na, Giki, das ist ja furchtbar. In welcher Klasse bist du? Ich rede mal mit unserem Lehrer. Ich war noch nicht fertig. Ach, tut mir leid, sprich weiter. Du glaubst, ich würde gemobbt, richtig? Das dachte ich zuerst auch. Stimmt das denn nicht? Nein, ich glaube nicht. Gemobbt zu werden wäre vielleicht besser als diese Existenz. Was? Besser als diese Existenz? Was ist das denn für eine Existenz? Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Wenn du mit mir sprichst, fallen mir Sachen ein, zumindest manchmal, aber das reicht noch nicht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Wie, ich glaube, ich bin. Boah, jetzt unterbricht er uns. Wie? Sie sind aber noch spät hier. Herr Nanaki. Die Schule macht langsam zu. Es ist ja gut, viel zu lernen, aber wenn Sie zu lange so ganz allein hier arbeiten, kann das auch nach hinten losgehen. Schließen Sie bald ab und gehen Sie heim, okay? Wieso ganz allein? Was meinen Sie damit, Herr Nanaki? Ich bin doch gar nicht all. Hä? Nagiki ist fort. Er war doch eben noch hier. Wohin ist er denn verschwunden? Ist er aus dem Fenster gesprungen und nach Ninja-Manier heimgegangen? Ah! Heute kriegen wir unsere Abschlussarbeiten zurück. Von den Zwischenprüfungen bis zu den praktischen Examina bestand das ganze Trimester fast nur aus Klausuren. Wie? Ja? Sie werden besser. Weiter so. Ja, Herr Nanaki. Das war's schon wieder. Ich habe keinen Grund mehr herzukommen, bis das Trimester losgeht. Oh nein, es schneit ja. Der Himmel war blau, als ich gegangen bin. Im Schneesturm durch die Wildnis nach Hause zu gehen, da würde ich mein Leben riskieren. Bist du immer noch da? Nageki, mit einem Buch unter dem Arm, wie immer. Ich habe immer noch ein komisches Gefühl wegen letzten Mal, aber wenn er reden will, wird er mich schon ansprechen. Ich werde das Thema vorerst nicht anschneiden. Ich wollte gerade nach Hause gehen, aber der Schnee? Ja, ich werde wohl warten müssen, bis es aufhört. Da läuft Weihnachtsmusik im Hintergrund. Stille Nacht, heilige Nacht. Gott. Er macht ein zustimmendes Geräusch und setzt sich mit seinem Buch neben mich. Er war in letzter Zeit etwas distanziert, aber vielleicht taut er ja auf seine eigene Weise ein wenig auf. Was liest du denn da? Dickens. Eine Weihnachtsgeschichte. Stimmt ja, heute ist Heiligabend, richtig?
Wir hocken an Heiligabend in der Bibliothek, in der Schulbibliothek. Allein mit einer Taube. Bitte nicht so laut in der Bücherei. Tut mir leid. Das hatte ich ja ganz vergessen. Dann sind das wohl weiße Weihnachten. Wirkt allerdings eher wie ein weihnachtlicher Schneesturm. Ah, sieht aus, als hättest du es fast durch. Ja, ich bin gerade an der Stelle, wo Tiny Tim stirbt und Scrooge sein eigenes Grab sieht. Das klingt nach einer sehr deprimierenden Geschichte. Hast du die nie gelesen, obwohl du hier arbeitest? Ich bin Buddhistin. Daher war Weihnachten nie so mein Thema. Tim ist ein Junge, der schon schwächlich geboren wurde und früh stirbt. Scrooge, der Protagonist, sieht das kommen und versucht es zu verhindern. Eine Zeitreise? Ich dachte, das wäre ein Klassiker. Klingt aber irgendwie mehr nach Science Fiction. Ich verstehe, was du meinst, aber das ist nicht der Kern des Buches. Ich würde gern mal die Zukunft sehen. Es wäre schön, wenn man sich damit den ganzen Ärger ersparen könnte. Mir würde das nicht gefallen. Nicht? Die Zukunft ist, was sie ist. Sie ist, was sie ist, und mehr gibt es da nicht. Und so genießen wir den Zeitpunkt Gegenwart in der Zeit, durch die wir treiben. Ich glaube, es ist eine schöne Art, Weihnachten zu verbringen. Es ist so verwirrend. Es ist so verwirrend. Die Sonne, ihr majestätischer Glanz, streicht über das Land und erhellt es mit strahlender Pracht. Es ist der erste Tag des neuen Jahres. Offenbar lebe ich noch und kann ihn genießen. Draußen ist es ein bisschen kalt, aber windstill und die Sonne spendet Wärme. Ich glaube, ich werde den Schrein besuchen. Ja. Hier sind schon viele Vögel. Es muss toll sein, ein warmes Wintergefieder zu haben. Vielleicht sollte ich mir eines von jemandem leihen. Ich glaube, ich werde ein Amulett kaufen und dann nach Hause gehen. Riota mit Blümchen im Haar. Wie? Frohes neues Jahr, auf das noch viele weitere frohe Jahre folgen mögen, hä? Was machst du da, Riota? Genau das, wonach es aussieht. Ich arbeite heute und morgen hier. Oh, das steht dir gut. Du bist hier, um ein Amulett zu kaufen, stimmt's? Was für eines hättest du gern? Ich möchte eins für... Erfolg in der Schule, Erfolg in der Kunst, Erfolg in der Liebe. 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 Hier, bitte. Danke, Riota. Bist du heute den ganzen Tag hier? Ja, am ersten Tag ist immer viel los. Oh, na gut, ich wollte dich fragen, ob wir zusammen was zum Mittag essen, aber... Tut mir leid, Bi. Vielleicht ein andermal? Wenn du schon hier bist, warum holst du dir nicht eine Segenskarte? Du bekommst sie neben dem Hauptgebäude da drüben. Okay, danke. Bis dann, Riota. Ha. Herr Nanaki, frohes neues Jahr. Oh, hallo, Bi. Frohes neues Jahr. Haben Sie sich eine Segenskarte geholt? Ja, leider scheine ich das Huhn der bösen Vorzeichen gezogen zu haben. Warum versuchen Sie es nicht mal? Das werde ich. Welches soll ich nehmen? Dieses hier? Java Blessing. Oh, Sie haben eine bessere bekommen als ich. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr für Sie, Bi. Vielen Dank, Herr Nanaki. Frohes neues Jahr alle miteinander. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne Ferien. Ich habe Winterschlaf gehalten. Wer hätte das gedacht? Sie sind ja immer noch im Winterschlaf. Professor, wachen Sie auf. Oh. Ich habe das ja schon öfter gesagt, aber Ihr drittes Schuljahr wird um sein, ehe Sie es sich versehen. Genießen wir diese Zeit, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Dieses Trimester gibt es nichts Besonderes, zumindest nichts, um das man sich sorgen müsste. Drittes Trimester! Es ist immer noch hell draußen. Vielleicht sollte ich noch irgendwo vorbeischauen, bevor ich nach Hause gehe. Lass raten, in der Bibliothek! Was? Morgen ist Legumentinstag. Ich glaube, ich kaufe ein paar Körner.
Inzwischen ist Legomäntchenstag ein Feiertag, an dem man dem Jungen, den man mag, Körner gibt. Früher bewarf man damit wohl die Tauben. Ha. Entwürdigend. Ja, es ist wirklich entwürdigend. Guten Abend, auch wegen der Körner hier. Ja, gibt es eine bestimmte Art, die Sie mir empfehlen können? Dieses Jahr geht der Trend sehr zu Körnermischungen für Renntauben, aber die sind etwas kostspieliger. Ohne den betreffenden Vogel zu kennen, sind Empfehlungen schwierig. Ah, das stimmt wohl und manchmal schmecken ja preiswerte Sachen sogar besser als das teure Zeug. Ich glaube, ich nehme... Was? Ich glaube, ich nehme Ruhemais, bittere schwarze Bohnen, Landhirse, Quellhanf oder die Rennmischung. Landhirse? Landhirse klingt. Davon nehme ich was. Vielen Dank, junge Dame. Hier bitte. Landhirse. Ich weiß, dass mein Wellensittich immer Hirse gefressen hat. Heute ist der große Tag. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Zeit, dem ganz besonderen Lieblingsvogel die Körner zu schenken. Ja, war klar. Fast leer. Wie immer. Kein Wunder, die Heizung funktioniert hier nicht so toll. Die Winterkälte hält sich also bis weit in den Februar. Diese durchdringende Kälte hat der Bibliothek den zweifelhaften Ruhm eingetragen, im Winter einer der unbeliebtesten Orte der ganzen Schule zu sein. Die paar Schüler hier kuscheln sich um den Ofen zusammen. Also sollte Nageki eigentlich da sein. Da bist du ja, Nageki! In einer eisigen Ecke sitzen, weit von der ohnehin jämmerlichen Wirkung des Ofens entfernt. Wie erwartet. Bitte sei leise in der Bibliothek. Oh, kannst du mir jemals meine grausame Sünde vergeben? Es ist kalt hier. Alles in Ordnung bei dir, Nageki? Mir geht's gut. Kümmer dich nicht um mich, Bi. Boah, der ist schon wieder so deprimiert. Das ist ja fürchterlich. Okay. Der liebe Gato und ich, wir haben ja gesagt, maximal 5 Folgen. Deswegen mache ich jetzt an dieser Stelle einen Cut. Oder mache ich keinen Cut? Wenn ich ihm jetzt die Körner schenke und dann sind wir alle happy, dann dauert das nur noch 2 Minuten. Ach, wir machen einfach weiter. Kümmer dich nicht um mich, Bi. Setz dich ruhig rüber an den Ofen, wenn dir kalt ist. Nein, das macht mir nichts aus. In meinem Zuhause gibt's gar keine Heizung. Auf jeden Fall habe ich was für dich. Ist ja schließlich Legomäntchenstag, du weißt schon. Hier, Kolbenhirse. Ich habe aber keine Kolbenhirse gekauft, oder? Für mich? Ja, heute soll man den wichtigsten Vögeln in seinem Leben Körner geben. Willst du sie? Gerne, vielen Dank. Er sieht etwas fröhlicher aus als sonst, oder bilde ich mir das nur ein? Die habe ich oft gegessen, als ich noch jünger war. Das ruft Erinnerungen wach. Vielen Dank, Bi. Gern geschehen, Nageki. Toll, da passiert nichts. Nichts! Heute werden viele Bücher von der Pflichtlektüre-Liste reingenommen. Ich werde die Mittagspause durcharbeiten müssen. Okay, wir machen jetzt den Cut. Das kann ja so nicht weitergehen. Also, eine Folge gebe ich dem Ganzen noch. Wenn sich dann nichts getan hat, dann... Ah! Keine Liebe. Keine Liebe. Ich danke euch fürs Reinschauen und sag Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Yeah.